sieht cool aus, ne? Muss man erst ein bisschen rätseln. Das hier sieht voll cool aus. Das sieht so wie ein Pfannkuchen aus, finde ich. Genau, der angebissen ist. Ja. Hier ist so ein selbstgebautes Vogelnest. Sieht so aus wie ein Vogelnest, ne? Ja, ein Mensch in einem Vogelnest. Genau. Aus Bienen, aus Bienen. Ja, genau. Das sieht so aus, als wenn das Bienen gehört, ne? Ja, oder ein Bienenhaus. Das ist ja. Aber ein großes Menschen-Bienenhaus. Ja. Guck mal. Einer. Das ist auch cool, finde ich. Das ist auch cool. Ein Kind sitzt in einem Baum und das ist ein Haus in einem Baum. Und so runter mit einer Rutsche. Da kann man noch eine Rutsche bauen und dann kann man so runterrutschen. Cool, wie macht er das? So? Ja. Guck mal, der möchte nicht, dass man ihn sieht. Man sieht nur sein Auge und ein bisschen Haar. Ja, siehst du, soll ich dir zeigen? Man sieht so sehr. Mhm, ja, genau. Man muss das umdrehen, damit man es besser sieht. Ach so, ja. Guck mal, die machen jetzt gerade Kinder oder kuscheln miteinander. Oder dass die Kinder kriegen. Genau. Ja, guck mal, ein Mensch sehe ich. Genau. Guck mal, hier sind seine Sachen. Das ist auch wieder so ein armer Obdachloser. Weißt du, was ein Obdachloser ist? Nein. Einer, der kein Zuhause hat. Der muss draußen leben. Der muss sich dann alle seine Sachen nehmen und sich dann irgendwo ein kleines Haus bauen oder so. Und guck mal, so sehen dann ein paar Hütten aus, die Obdachlose bauen. Hier ist dann die Tür. Genau, da gehen sie dann immer rein. Da sind die Haare zusammengeflochten. Ja. Cool, ne? Und guck mal, da machen sie einen Menschenball oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall fassen die sich so an, dass sie einen Ball haben. Genau. Ah, guck mal, das ist richtig cool. Da drin kann man schlafen und es bewegen. Guck mal, da sind extra Rollen dran gemacht, damit man damit rumfahren kann. Kann man so die Füße rausstecken und dann kann man die so... so genau. Erstmal jetzt so roll. Den Füßen. Da schläft er. Bestimmt sieht es so innen drin aus, siehst du? Ja, kann sein. Bestimmt ist es ein Wohnwagen. Ja, selbstgebauter Wohnwagen, ne? Guck mal, das ist ja cool. Zwei Leute teilen sich so eine ganz schöne, feste Jacke. Und auch hier, genau. Ich denke, dass es drei Beine sind. 1, 2, 3, 4. Oh, guck mal, das sieht ja cool aus. Ja. Yeah. Da kann ich wohnen und da wohnst du. Oder hier wohne ich und du. Oder wir wohnen zusammen. Genau, das wäre auch cool. Wie cool, da ist ja ein kleiner Durchgang. Da geht man rein, durch die Decke und kommt da wieder raus. Kuschelig, ne? Da drin würde ich schlafen. Ja, das ist echt cool. Guck mal, in der Eiszeit haben die sich auch immer solche Höhlen gebaut, nur aus Mammuthörnern. Guck mal, hier ist ein Mensch, der hat sich ganz viele Kuscheltiere auf seinen Kopf gepackt. Lustig, ne? Ich glaube, das ist ein Küken. Ja, genau. Aber ich weiß, dass das hier für ein Tier ist. Ein Hund. Genau. Oder ein Bär. Ja. Aber das ist ein Frosch, glaube ich. Das? Nein, das. Was kann da drin sein? Ein Mensch? Vielleicht, der mit dem Kopf da sitzt? Der sitzt vielleicht... auf einer Spielzeugeisenbahn oder so. Oder ist das eine Spielzeugeisenbahn da drin? Ja, cool, ne? Ich wundere mich, was hier drin ist. Oder die küssen sich. Genau. Die küssen sich auch.
Drei küssen sich. Drei küssen sich. Guck mal. Drei umarmen sich und küssen sich. So. Genau. Der wohnt da drin. Mit Seilen. Genau. Und dann, warum da ein Seil ist? Ah, guck mal. Ich weiß warum. Weil der hängt in der Luft. Guck mal, das ist so ein Berg. Der hat sich da festgemacht und das hängt an so einem Nagel da an der Wand. Ah, so meinst du. Hier ist der genau. Berg so schräg. Sieht cool das aus, ne? Dass man nicht runterfällt. Coole Rutsche. Guck mal. Genau, guck mal, das ist so eine coole Rutsche. Da hinten kann man hoch und da runter rutschen. Und da schließt die Augen und konzentriert sich auf eine andere Welt vielleicht. Oder versucht, aus ihrem Körper rauszugehen. Irgendwelche Sachen zu machen. Oder sie malt gerade was ganz Schönes und sie denkt... Konzentriert sich. Oder sie denkt, was soll ich jetzt noch was malen? Genau.